Eine Esche weiß ich, hoch die Krone stark der Stamm, tief die Wurzeln. Schöne Grüße von der Runenhex aus dem Neuruppiner Stadtwald mit einem Chant-Text von der Hilde Bruhn. Ja, ich stehe hier vor einer uralten, riesig großen Esche. Es ist unfassbar, wie groß die ist und wie weit und wie sich die Energien in ihr spielen. Und anhand dieser wunderbaren Esche möchte ich euch bitten, lasst die alten Bäume stehen. Wo auch immer ihr in Gärten alte Bäume habt, ja, sie verlieren Laub und ja, man muss dann sauber machen und ja, womöglich fallen sie einem mal auf den Kopf. Nein, tun sie nicht. Nicht, wenn ihr mit ihnen vertraut seid. Hört den alten Bäumen zu. Sie tragen die Weisheiten der Welten in sich. All das, was die Wissenschaft euch wahrscheinlich erst in ein paar hundert Jahren erklären kann, weiß ein alter Baum schon jetzt. Ihr braucht ihn nur zu fragen. Bäume hören lernen ist eine Grundübung der Achtsamkeit. Nehmt euch Zeit. Und anstatt einen alten zu fällen und einen jungen Baum zu pflanzen, der noch gar nicht kommunizieren kann, ist es doch besser, die Weisheiten der Welten mit den alten Bäumen zu erhalten. Liebe Grüße von der Runenhex aus dem Neuruppiner Stadtwald.